es dauert, desto schlimmer wird's. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. Er wollte uns auch noch betrügen. Die Börse war voller gefälschter Kronen. Seht, Bronze mit ganz wenig Gold drauf. Das bedeutet, dass die Kassen Redaniens fast leer sind. Vielleicht sollten wir jetzt den Ponta überqueren und sehen, was es dort zu tun gibt. Hast du die Nachricht ausgehängt? In der Tat. Hans von Zidaris, Söldnerhauptmann. Ich weiß von einem Monster, das erschlagen werden muss. Interesse? Über welche Art von Monster reden wir? Es war so. Radovid hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht. Aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es ist, es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Darum haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Ha! Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Reden wir über die Belohnung. Darüber, dass sie einfach nicht ausreicht. Ich hätte das Vieh selber gejagt, wenn ich gewusst hätte, wie viel du dafür haben willst. Pech. Sei's drum. Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. Desto schlimmer wird's. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. Wollte uns auch noch betrügen. Die Börse war voller gefälschter Kronen. Seht, Bronze mit ganz wenig Gold drauf. Klauenspuren, Bissspuren, Rüstung zerfetzt. Menschlich, augenscheinlich keine weiteren Toten. Flugmonster. Hatte die zweite Leiche in den Klauen, hat nicht alles auf einmal ins Nest gekriegt. Stück für Stück der Spur folgen. Ah!
Hier endet die Spur. Die verdammten Vögel müssen den Boden freigepickt haben. Aber den Rest der Leiche dürften sie auch gefunden haben. Ich muss nur dem Gekrächze folgen. Dünner Schaft, wenig Nebenfedern. Interessant. Ein Erzgreif. Und das Nest? Leer, abgesehen von Nahrungsresten. Da ist er.
Langsamer. Beweg dich. Los, lauf! Was jetzt, du Stück Dreck? Und? Schon Fortschritte? Das Monster ist tot. Ich habe es erschlagen. Es war ein Greif. Ein Erzgreif, um genau zu sein. In dem Fall bin ich dankbar. Erzdankbar. Deine Belohnung. Danke. Und holt in Zukunft einen Hexer, bevor es zu Blutvergießen kommt.